wenn ich davon erzähle und darüber spreche und über meine kleine Maus spreche, dann lache ich, glaube ich, noch mehr, obwohl ich ja immer eigentlich lache. Es ist einfach das schönste Gefühl auf der Welt. Ich kann das wirklich auch nicht beschreiben. Und ich wünsche einfach jedem, der sich Kinder wünscht, dass er und sie auch Kinder bekommen. Ja, dass Gülcan Kams in ihrer neuen Mama-Rolle mehr als angekommen ist, kann jeder sehen. Im Dezember 2021 bringt die Moderatorin ihr erstes Kind zur Welt. Seither dreht sich alles im Leben um ihr, wie sie es liebevoll nennt, süßes Mäuschen. Und wenn das kleine Mini-Mi mal da ist, tritt auch alles andere in den Hintergrund. Sogar das ein oder andere Babykilo, das sich meist noch hartnäckig bei frisch gebackenen Mamas hält. Doch für Gülcan waren diese überschüssigen Pfunde nie ein Thema. Ja, die Babypfunde sind relativ schnell nach der Geburt gepurzelt. Ich glaube sehr daran, dass das auch eine Mischung ist aus Genetik und mein Alltag. Ich habe niemanden, der mir, sage ich mal, bei der Kinderbetreuung irgendwas abnimmt, und das wollte ich auch nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch kalorienverbrennend. Ich habe tatsächlich keinen Fitnessplan verfolgt und habe auch meine Ernährung nicht umgestellt. Die ausgebildete Ernährungsberaterin beweist also, nach der Geburt braucht sich keine Mami in Sachen Körpergewicht zu stressen. Der neue und aktive Lebensstil mit einem Baby lässt die lästigen Zusatzpfunde gerne mal von selbst purzeln. Wenn es nach der Schönheit geht, ist ihr stressiger Alltag und das Baby als Trainingsgewicht erst einmal genug postnatale Bewegung. Und so ein kleines Mäuschen wiegt ja auch so um die 10 Kilo, ist auch oft auf dem Arm. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Kettleball, glaube ich, was ich den ganzen Tag bei mir habe, auf mir, hoch und runter hebe. Ich mache indirekt Sport. Na, das sind doch freudige Nachrichten. Den Gang zum Fitnessstudio können sich also übernächtigte und gestresste Muttis erst einmal sparen. Zumindest alle mit den gleichen tollen Genen wie Gülcan Kams.